Hallo ihr Lieben und Kaffee im Mund. Guten Morgen, ich habe im Moment total Lust zum Vloggen und dachte mir, entsprechend nehme ich euch einfach mal mit durch meinen Tag. Heute wird jetzt nichts irgendwie besonders Großes passieren oder so. Das ist gut, sowas vorweg zu sagen, ne? Ja, doch, es wird total spannend. Ihr werdet sehen, wie ich Instagram-Fotos mache und zum Sport gehe und eventuell, was tatsächlich ein bisschen spannend ist, vielleicht lasse ich mir noch ein paar Ohrlöcher stechen. Ja, so sieht der Plan aus. Mal schauen, was draus wird. Und jetzt kommt Genie. Sag guten Morgen, Vlog. Du willst jetzt kuscheln, ne? Ja, Genie meckert immer morgens ein bisschen und dann will sie immer kuscheln. Und jetzt will sie gerade weg. Okay, ich trinke jetzt meinen Kaffee schön aus, genieße mein Frühstück und dann sehen wir uns beim Schminken wieder, würde ich sagen. Make-up ist fertig, jedenfalls erstmal für jetzt. Und jetzt werde ich mich ans Werk machen und ich muss mindestens 2 Instagram-Bilder fertig machen, fotografieren. Eins für mein I+M-Gewinnspiel. Ja, es gibt ein Gewinnspiel, schaut mal auf Instagram vorbei. Das müsste jetzt eigentlich online sein, laufen, wenn ihr dieses Video schaut. Pack euch meinen Instagram-Kanal natürlich wieder unten in die Infobox. Und ja, mal schauen, wo ich das fotografiere, weil hier ist mittlerweile das Licht so, dass man eigentlich nichts mehr fotografieren kann. Aber gut, mal schauen. Ich krieg das schon hin. Ich kann euch nur sagen, YouTuber ist ein gefährlicher Job. Ich muss mich erstmal verarzten, bevor ich fotografiere. Ich habe nämlich versucht, das Mini-Stativ für diese Kamera hier aufzustellen. Und da musste ich oben was abschrauben und aua. Was für ein Scheiß. Ich hoffe, ich habe noch ein Pflaster. Pflaster habe ich. Jetzt kann es losgehen. Outfit anziehen, weil man kann ja nicht auf allen Instagram-Bildern den gleichen Look anhaben. Das Licht hier ist nicht besonders hübsch. So vielleicht? Jetzt in Orange. Willst du auch auf ein Foto? Oder willst du einfach nur rummeckern?
vorbereitet und ein paar E-Mails habe ich auch noch beantwortet. Jetzt warte ich auf den Postboten. Ich habe was bestellt und das Zeitfenster bei DPD ist zwar nur eine Stunde, aber ich warte trotzdem und danach gehe ich dann los zum Sport. Solange mache ich jetzt noch E-Mail-Kram und so ein Zeugs. Solange ich warte, kann ich euch ja nochmal mein Outfit im Ganzen zeigen. Ich komme mir gerade irgendwie komisch vor. Ja, den Cardigan, den hatte ich gestern schon an, habe ich auch auf euch auf Insta-Stories gezeigt. Und dann das blaue Spitzentop. Ich kann nicht reden. Das blaue Spitzentop, das ihr aus meinem Haul kennt, den ich euch oben hinter dem i verlinke. Und dann habe ich eine ganz einfache blaue Jeans an und die Schuhe sind so eine Samtdinger. Da sieht man von oben meine weißen Socken. Aber das finde ich ganz interessant, wenn man den Jeansstoff hat und dann die Samtschuhe und dann dieses seidene Shirt. Und die Sonne ist zwar wunderschön, aber zum Filmen ist das immer ein bisschen schwierig. Ich hoffe, ihr habt jetzt was gesehen von meinem Outfit. Ist ganz einfach, aber ich fühle mich wohl und ich glaube, es ist auch warm genug, weil dieser Cardigan ist echt unglaublich warm. Den hatte ich gestern schon an und gestern waren es, glaube ich, minus 10 Grad. Da hatte ich auch nur so ein leichtes Top an, den Cardigan und meinen Wollmantel mit einem dicken Schal und ich war mega gut eingepackt. Jetzt dachte ich gerade, ich würde nicht aufnehmen. Okay, jetzt plane ich noch die Instagram-Posts für die nächsten Tage. Darauf habe ich gewartet. Ich hoffe, es passt. Ich habe die Sachen natürlich gleich anprobiert, aber ich zeige sie euch nicht angezogen, weil es dazu, denke ich mal, ein Sporthaul geben wird, so dann in nächster Zeit. Ich kaufe ja gerade sehr viele Sportklamotten, aber die Sachen sind so gut. Das ist echt unglaublich. Ich hatte ein bisschen Schiss, dass sie zu klein sind, aber ich hatte vorher ein bisschen recherchiert auf YouTube und tatsächlich eine gefunden, die ihre Maße in die Infobox geschrieben hatte, sodass ich wusste, okay, die Größe, die sie hat, die müsste für mich eigentlich auch passen. Aber trotzdem, ja, ich zeige euch mal, was ich mir ausgesucht habe, bestellt habe und ich würde es am liebsten gleich anziehen. Ich habe das gerade schon auf Instagram gesagt, aber ich glaube, ich muss die Sachen erst waschen, weil beim Sport und wenn man schwitzt und dann da noch so Chemie drin dran Zeug dran ist, das riecht nämlich ein bisschen nach Plastik, dann ist das, glaube ich, nicht so gut. Also, aufgepasst. Yay! Ich habe mir einmal so ein Sport-BH-Oberteils-Ding bestellt, was ich, wie gesagt, schon anhatte. Deswegen hat es schon Deo-Streifen. So ist es natürlich nicht gekommen. Das ist mega cool. Es sind so Polster drin. Sieht jetzt sehr kurz aus für einen Sport-Top, für einen Sport-BH sehr lang. Also ist eigentlich so ein Zwischending, was man durchaus auch so anziehen kann. Was ich richtig gut finde, ist, dass dieser Bund hier unten richtig fest ist, dass er hält, aber gleichzeitig so nachgiebig, weil nämlich kein Verschluss hinten dran ist, dass man irgendwie trotzdem reinkommt, ohne sich total zack drücken zu müssen. Und ein cooler Rückenausschnitt und ja, ich bin begeistert. Und als zweites aus der gleichen Serie, der Seamless-Reihe, habe ich mir eine High-Waisted Leggings bestellt. Und oh mein Gott, ist die High-Waisted, also die geht wirklich weit über den Bauchnabel. Und die hat hier an der Seite so einen Einsatz. Da kann man dann so die Haut durchsehen, finde ich ganz cool. Es ist auch kein, also es ist trotzdem das Material von der Leggings, was sie eigentlich hat. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie super anfällig für Reißsachen, also dass es reißt. Und hier unten die Füße, da hat es das auch nochmal. Und es sitzt mega, mega gut. Yay! Habe ich schon gesagt, dass ich so neue Sportklamotten immer mega motivierend finde? Jetzt renne ich gleich mit fünffacher Energie zum Sport und ja, arbeite noch an meinem Sixpack, damit ich dann die bauchfreien Sachen auch anziehen kann.
Hause. Ich packe jetzt erstmal meine Einkäufe aus, denn ja, ich war sehr, sehr faul und war bei Ulrich einkaufen. Upsi, und habe mir ein paar leckere Sachen geholt. Ist nicht gut, wenn man mit Hunger einkaufen geht. Jetzt muss ich erstmal Genie füttern, die hier schon wieder lang geschwatschelt kommt. Und meine Kontaktlinsen rausmachen und ich würde sagen, wir sehen uns dann zum Abendessen wieder. Also zum Essen, wenn ich dann mein Essen auf dem Teller habe. Jemand was sagt, Sushi ist nicht Paleo, das ist mir klar, aber ich finde, es ist ein gesundes Cheat-Essen. Das schmeckt so lecker! Deswegen gab es das heute zum Abendessen. So, gegessen habe ich bin gut gefüllt und eigentlich habe ich euch ja versprochen, euch noch mitzunehmen fürs Ohrlochstechen. Das habe ich jetzt heute nicht mehr geschafft. Ich habe irgendwie nach hinten hin dann doch verplant, wie lange das alles dauert, wenn man filmt. Ups, sollte ich eigentlich mittlerweile wissen. Aber das mache ich morgen auf jeden Fall noch und dann nehme ich euch mit. Und die Schnipsel vom Ohrlochstechen kriegt ihr jetzt. Und das Ohrlochstechen war ein großer Fail. Also nicht das Stechen an sich, sondern das Vloggen. Ich hatte nämlich die Kamera mitgenommen und keine Speicherkarte. Yay! Oh Mann, wie kann man so doof sein? Genie, kannst du mir mal sagen, wie man so doof sein kann? Hättest du mich nicht an meine Speicherkarte erinnern können? Volle Ignoranz hier. Jedenfalls war ich beim Classic Tattoo in der Torstraße. Die sind sehr gut, da habe ich den anderen auch schon machen lassen. Den Tragus Piercing, den Piercing. Ja, und ich habe mir jetzt da oben zwei Löcher stechen lassen. Es hat Schweineweh getan. Aber ich bin selber schuld. So ist das nun mal. Ich habe auch geblutet. Er meinte so, einer von 10 blutet so wie du. Und ich so, yay, ich bin einer von 10. Ich wechsle mal hier an den Spiegel rüber. Ich weiß nicht, ob ihr das seht im Spiegel. Ich konnte da jetzt erstmal nur solche Stäbchen auswählen. Die sind ein bisschen lang. Vielleicht drehe ich mich mal zur Seite. So, seht ihr was? Seht ihr was? Ich sehe nichts. Sie sind ein bisschen lang, das heißt, es wird schwierig, da nicht dran zu kommen. Aber für 4 Wochen halte ich das schon aus, bis es verheilt ist. Und dann werde ich da solche Ringe reinmachen. Einen ganz normalen goldenen Ring und einen mit so einer kleinen Kugel dran. Da freue ich mich schon sehr drauf. Aber jetzt muss ich erstmal 4 Wochen durchhalten, die Finger weg davon lassen. Das war der ausnahmslose Tipp oder die Anweisung, die mir der Piercer gegeben hat. Piercer. Komisches Wort, heißt das so. Nicht anfassen, nicht mit den Fingern, wenn dann mit Wattestäbchen abtupfen und versorgen und so. Und ja, ich würde sagen, wir machen weiter da, wo wir aufgehört haben im Hauptvlog. Und da bin ich wieder, Vergangenheits-Ich oder normales Vlog-Ich, wie auch immer man das nimmt. Genie, hast du noch was zu sagen? Ja? Willst du Tschüss sagen? Tschüss Vlog? Nein, wir müssen uns doch noch richtig verabschieden. So, also, was wollte ich sagen? Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Ich weiß, das ist so ein bisschen random, ein Tag aus meinem Urlaubsleben. Wie gesagt, ich habe hier jetzt Prüfungen hinter mir und kann ein bisschen chillen und mich um meine Inhalte kümmern und schöne Instagram-Fotos für euch machen und mir Ohrlöcher stechen lassen. Egal, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns am Dienstag wieder. Wie gesagt, für Wünsche bin ich noch offen, auch wenn der März schon ziemlich voll aussieht und der April auch. Aber wenn ihr noch Videowünsche habt, die ihr unbedingt erfüllt sehen wollt, schreibt mir gerne einen Kommentar. Wir sehen uns am Dienstag wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss! Albern mit dem Kuss, oder? Bis dahin. Tschüss.